Hi ihr Lieben, grüßt euch und Servus aus Kroatien. Wir sind in Rijeka und fahren heute Pitbike und ich möchte gerne einen neuen Vlog starten. Der letzte Vlog war ja vom Auftakttraining in Südfrankreich und jetzt sind wir eine Woche in Rijeka. Wir fahren Pitbike, wir sind mit den Enduros gefahren und wie immer erwarten euch ein paar lustige Aufnahmen, Onboard-Szenen sowie Nicht-Onboard-Szenen und mein dummes Geschwätz. Also viel Spaß! Wir haben hier unser kleines Pitlike-Lager aufgebaut. Hier hast du genau die richtige. Mit Reifen, immer mit Trinken, alles dabei. Und die Sonne Kroatiens, die tut ihr Nötigstes für unser Schweißlevel, aber es macht mega Spaß. Also weiter geht's. So, unser Pitbike-Fahren ist in vollem Gange. Es macht mega viel Spaß. Der Daniel Bergauer hat mir da Reifen drauf gezimmert, so irgendwelche Dunlops. Die haben Grip ohne Ende, also es macht Spaß wie die Hölle. Ein geiler Tag mit viel Pitbike-Action geht nun zu Ende. Es ist eine traumhafte Landschaft hier. Wir haben da vorne das Meer, hier oben die Berge. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, mitten in Kroatien. Hatten den ganzen Tag die Pitbike-Strecke für die Kartbahn für uns allein. Es war einfach traumhaft. Es gab auch ein paar Stürze, haben ein kleines Rennen gemacht. Gab auch ein paar Kollisionen, aber das gehört dazu. Und wir gönnen uns jetzt erst einmal eine kleine Dusche. Bis dann, ciao. I wrote this song, I know it's wrong.
Morgen, ihr Lieben aus Rijeka. So, Pitbike fahren und Enduro fahren haben wir hinter uns. Und heute geht unsere eigentliche Hauptveranstaltung los. Und zwar mit unserem Richie von Main-Gerige Linden. 3 Tage auf der schönen Rennstrecke in Kropnik-Rijeka. Ich freue mich wie Sau. Wir sind 30, 40 Leute, alle hier bei uns aus der Gießener Kante, aus dem Umkreis, alles Freunde. Schöne, tolle Atmosphäre, wir haben hier Spaß zusammen, wir grillen, trinken auch mal ein schönes Bierchen und fahren Motorrad. Also, bis später. Ich freue mich auf die nächsten 3 Tage und ich hoffe, euch gefällt das Video. Der Laurenz fährt meine BMW und fährt das erste Mal mit dem Blipper. Das heißt, er kann runterschalten ohne Kupplung. Der freut sich wie Bolle und ich auch. So, mein Laurenz ist gerade die BMW gefahren und jetzt sitzt er gerade schon 5 Minuten. Ich sag's euch, zum Glück hat er Ohren, sonst wird er im Kreis grinden. Laurenz? Kein Kommentar mehr. Er hat richtig Spaß gehabt, sah richtig geil aus und BMW ist auch einfach ein tolles Motorrad. So Leute, und ein weiterer geiler Tag Motorradfahren. Die Jäger ist vorbei, wir hatten eben richtig coole Aufnahmen gemacht mit dem Laurenz, mit dem Marc Gruber, mit dem Mattis, mit dem Reifenkiller. Wir sind schön gefahren. Im Pool haben uns gegenseitig ein bisschen gefilmt, ein paar Wheelies gemacht, haben ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und sind so einfach zur Gaudi für uns gefahren. Es ist einfach eine tolle Veranstaltung hier beim Richie. Wie gesagt, 30, 40 Leute, alle bei uns aus der Gegend. Von jung bis alt sitzen wir abends zusammen und trinken 3, 4 Vollkornwasser. Und von jung bis alt fahren wir den ganzen Tag Motorrad. Tolle Nummer. Mein Timmy ist als Riesenunterstützung bei mir und hilft mir beim Schrauben und so weiter. Finde ich klasse. Timmy, vielen Dank für deine Hilfe, mein Lieber. Gerne doch, mein Lieber. Kannst du mal Leistung sehen? Ja. Timo, du hast ultra schöne Beine, aber Gurken gehören bekanntlich in eine Glas, das weißt du. Na ja gut, ich habe halt mit dem Storch gepokert und habe die Beine gewonnen. Irgendwas muss man irgendwie. So gut. Oh Mann, aber meine Frisur sieht echt ein bisschen aus wie vom Pavian gefögelt. Ja, unser, die ist auch nicht frisch gefögelt. Ja.